Welcome to Play 20. Welcome to the 13th Creative Gaming Festival. Welcome live from Play Studio at the Fundustheater Theater of Research in Hamburg. My name is Christiane Schwinge. This is Matthias Löwe, and we are part of the huge team behind Play. We are happy to welcome you to tonight's opening. I'm very sorry, but right now we will switch to German for the opening ceremony. Herzlich willkommen zu Play 20, herzlich willkommen zum 13. Creative Gaming Festival, herzlich willkommen live aus dem Fundustheater, aus dem Play Studio in Hamburg. Wir begrüßen euch alle ganz herzlich zum diesjährigen Festival und ja, wie in alter Tradition geben wir heute Abend bei der Eröffnung Einblicke ins Programm, stellen euch unsere Kooperationspartner, unsere Kooperationspartnerinnen vor und freuen uns, euch ja, zum Festival zu begrüßen. Ja, dieses Jahr ist natürlich ein sehr turbulentes Jahr gewesen. Das bekommen wir, schätze ich, alle mit. Und wir hatten uns schon relativ früh entschlossen, nämlich im April, dass wir das Festival komplett online veranstalten oder zu großen Teilen zumindest. Und ja, es war fantastisch für uns. Wir sind sehr gespannt drauf, was wir dabei jetzt entwickeln konnten. Wir haben da organisatorisch schon mal grenzüberschreitend zusammengearbeitet. Und ja, Räume spielen einfach keine Rolle mehr. Nicht für uns und vor allen Dingen nicht für euch als das Publikum, weil ihr uns von überall besuchen könnt. Ja, du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Exploring Borders ist in diesem Jahr unser Motto. Also Grenzen vermessen, Grenzen entdecken und aber auch fragen, welche Grenzen brauchen digitale Spiele eigentlich und welche wollen wir endlich abschaffen. Das alles wollen wir mit euch gemeinsam bei Play 20 herausfinden. Dazu ist es natürlich auch so, dass ihr unser Festival auf den unterschiedlichsten Plattformen begegnen könnt. Ihr könnt uns besuchen in den Streams, so wie jetzt. Schaut vielleicht einfach nur zu. Oder ihr macht bei einem Workshop mit und meldet euch da vorher in unserem Programmpunkt an. Oder wenn ihr richtig dabei sein wollt, dann geht ihr in den Mayspace, unsere virtuelle Festival-Location, die bald online gehen wird und könnt da nicht nur herumlaufen, die Ausstellungen besuchen, auch da die Streams gucken, sondern euch da auch mit den Festival-Gästen vernetzen. Und wenn ihr dann auch zusätzlich noch weiter darüber hinaus ein bisschen mehr erzählen wollt, in den Talks, Diskussionsrunden mitmachen möchtet, euch mit den ganzen Gästen auch nochmal persönlich austauschen wollt, dann könnt ihr das auf unserem Discord-Server tun. Genau, es gibt also wie jedes Jahr bei Play ganz viele Möglichkeiten, um in den Austausch zu kommen. Und ja, Exploring Borders ist wie gesagt das Motto in diesem Jahr und das hat natürlich auch ganz viele politische Dimensionen. Und das ist die perfekte Überleitung für mich, um ins Rathaus zu schalten. Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr wieder Carola Veit, die Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft, ja, mit uns zusammen das Play Creative Gaming Festival eröffnet. Und hiermit gebe ich ab an Andi und Carola Veit. Ja, vielen Dank an euch im Fundustheater. Wir sind jetzt hier, seht ihr vielleicht schon, im Hamburger Rathaus, was ja für Play auch ein historischer Ort ist, denn 2013 und 2016 war tatsächlich das Hamburger Rathaus auch ein Spielort. Wir haben hier eben gerade schon in Erinnerung geschwelgt. Hier sieht man zum Beispiel die Awardshow 2016 hier in dem großen Festsaal oder die Veranstaltung Games und Politik, die unten in der Rathausdiele stattgefunden hat. Und wer uns ja seitdem, seit 2015 immer wieder begleitet, ist Carola Veit, die Bürgerschaftspräsidentin hier im Hamburger Rathaus. Carola, wie schön, dass du auch dieses Jahr wieder dabei bist, Play zu eröffnen, heute am Eröffnungstag. Und wir freuen uns sehr. Was verbindet dich eigentlich mit dem Festival, mit dem Creative Gaming Festival? Ja, hallo Andreas, schön dich zu sehen, freut mich. Es gibt mindestens einen festen Termin im Jahr, wo wir uns auf jeden Fall sehen und das macht mir seit vielen Jahren, du hast es ja gesagt, es war 2015 ganz viel Spaß, jedes Jahr zumindest ein bisschen dabei zu sein, damit auch die Chance zu haben, mal reinzugucken, sonst hat man ja nicht so viel Kontakt vielleicht zur Gaming-Szene, wenn man da nicht selber aktiv ist. Das ist für mich eine totale Bereicherung und ja, ich freue mich sehr, dass wir uns mal wiedersehen. Dieses Jahr haben wir ein Thema gewählt, auch schon lange vor Corona, nämlich Exploring Borders. Also es geht um Grenzen, um Grenzziehung, um offene Grenzen, aber auch um Grenzen, die manchmal überwunden werden müssen, um überhaupt dabei zu sein, um Dinge überhaupt erfahren und erleben zu können, aber auch um Grenzziehung.
Ich glaube, das ist ein Thema, was ja für dich hier in deiner Arbeit als Bürgerschaftspräsidentin im Rathaus auch ein wichtiges ist. Wie stehst du zu dem Thema oder was ist, fällt dir sozusagen zu dem Thema Grenzen ein? Ja, erstmal war ich wieder total begeistert von dem Thema, weil ich eigentlich jedes Jahr so wirklich total zugespitzte Themen habt, die genau zu der Szene passen, die ihr, mit der ihr euch da, mit der ihr zu tun habt, die aber genauso gut auch eben ins normale Leben übertragbar sind und sozusagen, wo es dann immer gelingt, ganz viel Parallelen zu finden und im Grunde genommen sagt man am Ende, ja, und deswegen sind das gar nicht verschiedene Welten, sondern es ist alles eine Welt. Also, und das ist auch wieder so ein Thema, Exploring Borders. Und ja, das ist auch für Politik und Demokratie eine ganz wichtige Frage, weil wir müssen uns ja auch abgrenzen zum einen, zum Beispiel gegen Hass, gegen Antisemitismus, gegen Gewalt, auch gegen Äußerungen zum Teil. Da geht es ja auch ganz viel im Netz zur Sache, aber schon auch in Debatten immer wieder zu sagen, so nehme ich bis hierhin und nicht weiter. Hier sind die Grenzen, also nach außen abgrenzen. Und genauso geht es manchmal auch darum, vielleicht Grenzen einzureißen. Also sich selber mal wieder zu prüfen und zu merken, Mensch, da gibt es vielleicht eine Gruppe, da gibt es ein paar Leute, die haben eigentlich gar nicht hier den Raum, den sie eigentlich haben müssten. Vielleicht, weil wir als Politik nicht attraktiv genug sind, um sich zu engagieren oder weil es bestimmte Strukturen gibt, wo es eben schwierig ist, reinzukommen. Also Grenzen auch in den Blick zu nehmen, auch Grenzen von innen einzureißen, kann genauso ein Thema sein. Und ich glaube, das ist beim Thema Spiele im Grunde ja dieselbe Frage. Und was eben so toll ist, dass das ja erlebbar wird, bei euch noch viel mehr als bei uns, für ganz unterschiedliche Menschen gleichermaßen. Also es ist ja egal, wo du herkommst und was du bist eigentlich, das ist ja das Tolle. Also ob der Auszubildende mit der Studentin zusammenspielt, das spielt keine Rolle oder jedenfalls keine große Rolle an vielen Stellen. Und deswegen ist es auch, sind es wahnsinnig tolle Möglichkeiten. Und wenn es dann eben gelingt, diese Erfahrung mitzunehmen und zu transferieren in die normale Welt, auch das Thema Zivilcourage vielleicht für sich zu entdecken, irgendwo zu widersprechen, also sich mal zu trauen, zu widersprechen, nee, das finde ich aber anders. Und wenn das erstmal nur in dieser geschützteren Welt des Spielens ist, dann kann man da, glaube ich, ganz viel mitnehmen. Das ist das, was ich damit verbinde. Ja, damit nimmst du schon sehr viel auch sozusagen von der Programmvorschau vorweg und deutest an, worum es dieses Jahr auch viel geht. Also auch in den vielen Talks und den Gesprächen wird es genau darum gehen. Es werden auch Leute sprechen, die sich viel mit diesen Grenzziehungen und auch mit so körperlichen Grenzen und ähnlichen Themen auseinandersetzen und dazu was machen. Dieses Jahr haben wir selber eine Grenze bekommen, also eine Grenze aufgezeigt bekommen, wir alle. Und damit auch das Festival. Trotzdem findet es natürlich in Hamburg statt oder wird in Hamburg produziert und ist aber online weltweit aufrufbar. Was verbindet aus deiner Sicht das Festival mit Hamburg? Naja, es ist eine feste Institution. Ich glaube, da übertreibt man nicht, wenn man das so formuliert, dass das eine totale Bereicherung für die Stadt ist. Natürlich ist vieles immer schon auch digital gewesen. Trotzdem findet es eben an diesem Ort statt. Und es ist einfach dann, ich glaube, auch für die, die von außerhalb dazukommen. Ich habe ja auch immer mal hier kennenlernen dürfen, ob in der Jury oder in Fachgesprächen oder anderen Formaten, ist das schon gleichzeitig auch toll, wenn es ein schöner Ort ist, wo man sich einfach trifft. Und es ist ja nicht nur Spielen. Es ist ja Kunst, es ist Kultur, es ist Erfindergeist zum Teil auch. Es ist total schade, dass es dieses Jahr nun eben so digital stattfinden muss. Gleichzeitig also Respekt und Anerkennung und toll, dass ihr das so durchzieht und trotzdem macht. Ich weiß, gerade für Kunst und Kultur und auch Bildung ist es jetzt gerade besonders schwierig, auch wahrgenommen zu werden, rüberzukommen. Und ich glaube, gerade deswegen ist es so ein besonders wichtiges Angebot jetzt in dieser Zeit. Es ist ja übersichtlicher geworden und deswegen wünsche ich euch vor allem, dass ihr ganz stark durchkommen, wahrgenommen werden, viele Besucher habt, dass die Server glühen und es einfach trotzdem ein tolles Festival wird. Super, vielen, vielen Dank. Vielen Dank hier aus dem Rathaus mit diesen Worten. Vielleicht wird ja nächstes Jahr das Rathaus wieder zu einem Spielort. Vielleicht löst sich Corona in nichts auf. Unwahrscheinlich, ne? Es wird wahrscheinlich Corona-Spiele geben, oder? Es wird Corona-Spiele geben. Auf jeden Fall, wahrscheinlich ist das nächstes Jahr vielleicht sogar das Thema. Auf jeden Fall schön, dass wir hier sein konnten. Und wir gehen zurück ins Fundustheater. Viel Spaß. Ja, herzlichen Dank, Carola Veit, für diese warmen Worte zum Creative Gaming Festival.
Dann werfen wir jetzt als nächstes einen ersten Blick ins Programm. Und zwar geht's los mit dem Labor. Das findet ihr auf Channel 3 und hinter dem Labor verbergen sich unsere Workshops und Fortbildungen. Ihr könnt auch in diesem Jahr, wo alles online stattfindet, natürlich wieder mitmachen bei diversen Workshops, zum Beispiel Achterbahn bauen in Mindtest oder Elektrotheater in Rec Room. Da haben wir ganz viele verschiedene Sachen für euch vorbereitet, wo ihr daran teilnehmen könnt. Ich habe auch gehört, es gibt noch ein paar freie Plätze, also meldet euch schnell an. Und die Fortbildungen für MultiplikatorInnen und pädagogische Fachkräfte finden ebenfalls auf Channel 3 statt. Und dann findet ihr auf Channel 2 Play on Stage unsere Bühnenformate, unsere Formate, wo geredet wird, Talks. Und in diesem Jahr findet ihr dort auch die Speakers Corner, unsere Bühne für alle. Also das Publikum wird dort zum Mikrofon greifen und euch mit Themen rund um Games unterhalten. Wir werden auch dort haben die Play Couch und die Artist Talks, die auch in diesem Jahr wieder von Christian Schiffer moderiert werden und natürlich auch unter anderem unsere Impulse am Nachmittag sowie unser Abendprogramm. Also das ist Channel 2 Play on Stage. Ja, also wie ihr schon hört, ist das ein relativ großes Programm und so ein Programm auf die Beine zu stellen, ist auf jeden Fall nicht so leicht und da sind wir sehr froh, dass wir ziemlich viele Partner und Partnerinnen gewinnen konnten. Zu denen wird uns jetzt Vera ein wenig berichten und zwar von sich zu Hause aus unserem Homeoffice und wir sind mal sehr gespannt, wie das bei dir aussieht, Vera. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier aus meinem Homeoffice. Man sieht es hinter mir, den Playspace. Wir haben ihn sehr erweitert. Und mit mir sind hier heute ein Glück auch ein paar Partner. Erstmal habe ich zwei von Ihnen mitgebracht, unseren Förderer bzw. Stellvertretung für den Förderer, die Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist einmal Matthias Thanos. Vielleicht kannst du schon mal winken für alle, die dich nicht kennen, die dich noch nie gesehen haben. Und daneben auch Heiko Müller von der vom Jugendinformationszentrum der Behörde für Schule und Berufsbildung. Schön, dass ihr da seid. Mich würde mal interessieren, ihr seid ja nun schon auch länger dabei, schon mehrere Jahre dabei. Welche Ziele verfolgt ihr eigentlich mit euren Institutionen dabei, das Festival mitzugestalten, mit umzusetzen? Heiko, vielleicht magst du anfangen. Ja, vielen Dank, das will ich gerne tun. Ich finde, dass Spiele und Spielen ein ganz hervorragendes Medium sind, um Dinge zu transportieren abseits von Spielen und Spielen. Und das ist ja eins der Themen, die ihr bei den Festivals unter jedem Oberthema auch immer wieder verfolgt irgendwie. Also diese Verbindung von Spiel zum, wie soll ich sagen, zum echten Leben. Carola Veit hat das ja eben auch schon angerissen und eben aufzeigt, welche Möglichkeiten man tatsächlich auch und insbesondere in pädagogischen Kontexten hat mit Spielen. Irgendwie wir vom Jugendinformationszentrum haben natürlich dann immer so einen stark pädagogischen Impuls dann auch und müssen ein bisschen darauf gucken, was, sage ich mal, abseits des reinen Spaßes dann noch so möglich ist. Und das, finde ich, macht ihr seit Jahren ganz, ganz hervorragend. Irgendwie insbesondere natürlich dann auch mit den vielen Angeboten für komplette Schulklassen und Fortbildungsangeboten für Lehrer und so weiter. Und deswegen unterstützen wir euch sehr gerne. Ja, danke schön, Heiko. Und Matthias, die Bundeszentrale für politische Bildung ist ja nun auch schon wirklich lange dabei. Was sind denn eure Ziele dabei oder was sind die Gründe, warum ihr euch da engagiert? Ja, hallo erstmal. Also natürlich interessiert uns als Bundeszentrale für politische Bildung, natürlich interessieren uns die politischen Aspekte der Spiele besonders. Und ich glaube, das ist ein Thema, was noch sehr viel unterschätzt wird. Auch Mainstream-Spiele, die eigentlich gar nicht für Bildungszwecke gedacht sind und nicht vordergründig eine Message sozusagen vermitteln wollen, tun dies aber schon. Und also durch einfach die Bilder von der Gesellschaft, die sie entwerfen und vermitteln. Und dazu gibt es natürlich noch die Serious Games, die dann ganz explizit dann auch Bildungszwecke verfolgen. Beides ist, glaube ich, ein wichtiges Thema für uns. Und gerade jetzt bei Creative Gaming ist natürlich ganz wichtig, dass wir versuchen, zur kreativen Auseinandersetzung mit den Spielen anzuregen. Das heißt sozusagen nicht nur rein rezeptiv,
Also nicht nur einfach spielen und zocken sozusagen, sondern auch tatsächlich reflektieren und selber mitgestalten wollen. Und ich glaube, das ist eine große Stärke dieses Festivals. Also die Workshops, die sind jedes Jahr, finde ich, wirklich großartig. Und da sitze ich auch immer regelmäßig wieder drin, wo es dann darum geht, eigene Spiele wirklich zu gestalten, sei es mit Twine oder was Aufwendigeres mit Unity oder was auch immer man machen möchte. Und ja, also ich finde dieses vielfältige Programm aus Talks, Inputs, aber eben auch Workshops und die Ausstellung ist großartig und die ganzen Events drumherum. Und ja, also ich denke, das sind Gründe genug für uns, uns dort langfristig auch zu engagieren. Ja, danke schön. Das war ja fast schon ein Programmeinblick. Dieses Jahr ist ja nun alles ein bisschen anders. Also wir haben ein komplettes Online-Festival und mich würde interessieren, was für Potenziale seht ihr eigentlich in diesem Format? Also vor allem, wenn man jetzt von den Beteiligungsmöglichkeiten ausgeht. Heiko, magst du oder? Ja, kann auch gerne wieder, wieder anfangen. Also ja, es ist ja tatsächlich... man muss ja schon sagen, ein Stück weit fast schon auch logisch, dass euer Festival eben stattfinden kann, trotz dieser Grenzen, die Pandemie gerade gibt, weil natürlich die Basis einfach irgendwie das weltweite Netz ist, so, nicht? Und deswegen ist natürlich der Vorteil ganz klar die größere Reichweite und die Interaktionsmöglichkeiten sind natürlich schon online auch gegeben und ich glaube gerade ihr mit diesem Festival habt auch eine Community, die da ganz gut mit umgehen kann. Nicht? Ich persönlich habe eben kurz ein bisschen angefangen zu schwitzen, als Christine auf Englisch eröffnet hat und überlegt, ob ich noch Vokabeln nachgucken muss. Aber so im Grundsatz ist ja genau diese Offenheit und diese Grenzenlosigkeit des Internets der Vorteil, den man hier eben auch dann nutzen kann. Also schade ist, das muss man ja auch sagen, natürlich auch ist irgendwie, dass wir jetzt hier zwar ähnliche Hintergründe haben, aber keine Ahnung, wie viele Kilometer auseinander sitzen. Und das natürlich niemals auch die persönliche Interaktion vor Ort ersetzen kann. Ja, danke. Matthias, magst du noch was ergänzen? Ja, also ich denke, dass gerade die Games-Community dafür eigentlich prädestiniert ist, so ein Festival auch mal einfach online auszuprobieren. Von daher bin ich eigentlich vergleichsweise glücklich mit der Lösung. Ich finde es auch ganz toll, dass es auch einen Discord-Server gibt, wo man einfach empfangen wird, wo man sich mit anderen Leuten austauschen kann. So ein bisschen ist also dieses Zwischenmenschliche, was wir ja früher immer so sehr geschätzt haben, auch dieses Mal wieder dabei. Und vielleicht treffe ich ja noch den einen oder anderen von anderen Festivals. Das sind ja auch geübte Strukturen. Also jeder Gamer ist regelmäßig in Discord, zumindest alle, die ich kenne. Und von daher ist das ja jetzt kein großer Nachteil, sondern eher ein Vorteil, weil man ja von überall teilnehmen kann. Ich habe im letzten Jahr auch immer wieder Stimmen gehört, wo dann einer sagt, okay, ich kann leider nicht anreisen, weil ich habe irgendwie Familie und Kind zu Hause. Und da ist natürlich dann auch einfacher, mal bei einem Workshop reinzuschauen, sich mal punktuell irgendwo anzumelden. Von daher bin ich eigentlich guter Dinge. Ja, danke schön. Und meine letzte Frage an euch beide wäre, wo seht ihr da eigentlich die Verbindung zum Thema? Also woran müsst ihr als erstes denken, wenn ihr jetzt an das Motto Exploring Borders denkt? Matthias, vielleicht magst du anfangen. Ja. Also ich denke, natürlich ist Borders ein sehr, sehr, sehr ernstes Thema. Ne? Also ich denke, wir haben ja, in vielerlei Hinsicht eigentlich und in Bezug auf Games würde ich sagen, ist das Interessante für mich, dass Spiele natürlich selber sehr starke Grenzen setzen, oft aus kreativen Zwängen heraus, sage ich mal, einfach damit ein Spiel beherrschbar bleibt und programmierbar bleibt. Und das Open World ist ja so ein Riesenthema, ne, in der Games-Community, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Man hat zwar weniger Grenzen, dafür hat man auch weniger Content innerhalb dieser Grenzen. Und ich finde, das passt total gut zur Play, weil es bei der Play ja immer darum ging, Spiele auch mitzugestalten, kritisch zu hinterfragen und Grenzen auch gezielt zu überschreiten und umzugestalten. Zum Beispiel die Modding-Community, was die für tolle Sachen schon geleistet hat. Und das war ja auch immer was sehr anschlussfähig war für uns als Festival. Und von daher, glaube ich, ist das Thema auf dieser Ebene sehr gut gewählt, aber auch auf anderen Ebenen. Also ich habe schon gesehen, dass der Workshop zum Beispiel Rassismus in Spielen erkennen und verstehen, das ist für mich ein sehr gutes Sinnbild für die politische Ebene dieses Themas. Das ist ja auch sozusagen eine Grenzüberschreitung. Also Rassismus ist eine krasse Grenzüberschreitung. Und dieser Grenzüberschreitung wieder Grenzen zu setzen und das auf eine Creative Gaming-Variante zu tun, sozusagen, dass man sozusagen medienkritisch daran geht, das finde ich einfach total großartig. Ja, danke schön. Heiko.
Ja, ich würde mich dem direkt anschließen irgendwie. Das ist natürlich durchaus ein sehr ernsthaftes Thema, aber ich finde, man kann es, und das würde ich dann quasi komplementär machen, auch umdrehen. Und euer Hintergrund zeigt es ja auch ein bisschen. Es ist auch wahnsinnig spannend, sich Grenzen anzugucken und eventuell auch Grenzen zu überschreiten. Und damit meine ich natürlich jetzt nicht die Negativen, die gesetzt werden, sondern halt einfach auch neue Dinge zu erleben und neue Dinge zu erforschen. Irgendwie. Und das finde ich halt einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Und das ist ja genau das, was tatsächlich dann auch die Teilnehmer auf kreative Art und Weise dann eben tun irgendwie. Und das kann man dann mit ernsten Themen verbinden. Das kann aber auch tatsächlich dann Forschen im eigentlichen Sinne sein oder eben einfach auch spannende Dinge und spannende Erfahrungen für einen selber sein. Irgendwie. Also damals, als es noch ging, irgendwie sind ja viele auch um die Welt gereist. Und das ist ja auch einer dieser Punkte, einfach irgendwie andere Dinge zu sehen und zu erfahren. Irgendwie, das ist für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt, den ich halt mit Exploring Borders so verbinde. Also jetzt mal abseits von irgendwie dieser finde ich schon wichtigen und im richtigen Betonung der politischen Variante. Und ich denke, dass also auch wie bei den Themen bei den letzten Jahren, dass ihr da auch eine gute Mischung wieder gefunden habt, um beides eben gleichermaßen darzustellen, so dass man halt wieder so die pädagogische, die politische Variante hat, aber auch ganz viel Spaß haben wird mit der Erforschung von Grenzen in den nächsten Tagen. Ja, vielen Dank. Das ist perfekte Überleitung. Und ich freue mich, dass ihr beide als ja, Teil unserer oder Vertretung unserer Förderer und Kooperationspartner hier seid heute bei der Eröffnung, aber natürlich auch bei uns beim Festival, quasi in unserem Play Space hier hinter mir. Und bevor ich jetzt den Rest unserer Partnerinnen und Partner vorstelle, gebe ich erstmal zurück ins Studio. Also vielen Dank, bleibt gerne noch dran und wir sehen uns gleich nochmal wieder. Bis dann. Danke. Ja, herzlichen Dank, Vera. Danke für diese kurze Schalte aus unserem Außenstudio. Ich habe jetzt die große Ehre, nochmal ein paar weitere Programmpunkte näher zu bringen. Und zwar habe ich hier als allererstes das Machinima-Kino auf meiner Liste. Das Machinima-Kino begleitet uns als Festival natürlich schon eine ganze Weile. Auch dieses Mal ist es dabei in sogar etwas abgewandelter Form. Machinimas, wer das nicht kennt, ist ein Wort, das setzt sich zusammen aus Maschine, Animation und Cinema. Und es geht um Filme, die innerhalb von Computerspielen gedreht werden. Und genau diese Spiele haben wir wieder mitgebracht. Normalerweise immer nur so für eine Stunde, aber dieses Mal sind diese ganzen Filme erlebbar in Form einer Playliste, die ihr direkt auf der Startseite finden könnt. Wer da schon mal ein bisschen gesehen hat, nachgeschaut hat, hat gesehen, dass die schon seit um 4 heute online ist. Ansonsten dann natürlich auch direkt im Kino zu erleben, im Maze Space, wo man sich dann mit anderen ein bisschen gemütlich zusammen kuscheln kann, ohne Kontaktbeschränkungen zu fürchten. Ja, und dann gibt es noch einen ganz fantastischen Programmpunkt, der nennt sich Lost in Play. Und Lost in Play, was ist das? Da habt ihr euch vielleicht schon gefragt, was sich dahinter versteckt. Ist ein bisschen mysteriös. Auf der Webseite ist da auch ein Link direkt da über den Streams, aber der ist ausgegraut. Komisch, 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 komisch. Was ist da Aber los? ja, was ist da los? Ich habe gehört, da hat sich ein Mitarbeiter von uns was ausgedacht. Ja, Das und ich ist. glaube, der ist auch nicht fertig geworden. Und wir haben auch irgendwie so viel zu tun. Und ich glaube, wir brauchen einfach mal Hilfe. Wir brauchen da definitiv Hilfe dafür. Da soll es wohl, also der hat sich gemeldet. Er hat gesagt, er hat da irgendwie so eine Schalte und will uns unbedingt was zeigen, hat irgendwie was vorbereitet für das Ende des Festivals, für die große Feier. Haben wir das Signal? Haben wir die Schalte? Ja, dann würde ich sagen, dann schalten wir da mal rein, mal gucken, wer das da eigentlich ist von uns. Was ist denn? Ah, da bist du ja, mein Schätzchen. Meine gute alte Partymaschine. Ich würde sagen, auf geht's zu Play. Oh je. Das sieht hier aber nicht aus wie das Play Festival. Ich hoffe, ihr da draußen könnt mir helfen, zu Play zu finden. Hey, was ist da los? Oh Unser je. Maskottchen,
Das Krinke hat sich da irgendwie vertan, würde ich sagen. Die schöne Partymaschine, die brauchen wir auf jeden Fall zum Ende des Festivals. Wenn wir eine coole Party machen wollen, ist die auf jeden Fall unabdinglich. Ja, also ich würde sagen, da müssen wir morgen mal reinschauen, was da mit Krinke los ist auf der Insel, wie da geholfen werden kann. Und ab morgen geht's los. Ihr alle seid dafür zuständig, dass wir eine coole Party haben am Ende. Also anstrengend. Ja, und der dritte Punkt auf meiner Liste sind natürlich die Creative Gaming Awards, die wir dieses Jahr zum 6. Mal verleihen. Bei den Creative Gaming Awards haben wir immer 3 Preise zu vergeben. Das ist zum einen das Most Creative Game und den Most Innovative Newcomer. Die werden da gekrönt. Es gibt 3 Nominierte, die ihr auf unserer Webseite anschauen könnt. Und ja, das wird auf jeden Fall am Samstag von unserer fantastischen Jury gekrönt in einer Preisverleihung. Die Jury ist Gwen Foster, Rebecca Lautner, Margarete Schneider und Mikkel Robran. Und das ist aber noch nicht alles. Es gibt nämlich noch den Audience Award und für den seid ihr zuständig. Ihr, das Publikum, dürft im MA Space herumlaufen. In der Ausstellung könnt ihr für jedes einzelne Spiel, was ihr meint, ist das Beste, eine Stimme abgeben und damit letztlich den Audience Award wählen. Genau, und der Audience Award ist auch die perfekte Überleitung zu der nächsten Vorstellungsrunde unserer Partner. Denn die Awards werden in Kooperation mit Game City Hamburg vergeben und die haben in diesem Jahr nicht nur die Awards mit unterstützt, sondern direkt noch einen eigenen Programmteil mit auf die Beine gestellt. Und was es damit auf sich hat, wird uns jetzt nochmal Vera Marie weiter erläutern, denn da bei ihr im Homeoffice sind die nächsten Gäste jetzt wieder zu Gast. Ja, willkommen zurück bei mir im Homeoffice. Wie ihr seht, habe ich neue Besucherinnen und Besucher dabei. Herzlich willkommen an Dennis Schubi von Game City Hamburg. Du darfst auch gerne einmal winken, obwohl man das ja so sehr schön sehen kann bei dir im Hintergrund. Genau, wir haben Julia Gretschuchina, ich habe es geübt, Julia von der Bürgerstiftung Hamburg und Dorothea Wenzel von der HAW Hamburg. Herzlich willkommen. Ja, ich fange zuerst bei dir an, Dennis, wir haben es gerade schon gehört, die Creative Gaming Awards, die ihr jetzt auch schon eine längere Zeit auch begleitet. Dieses Jahr habt ihr mehrere Programmpunkte, an denen ihr euch beteiligt. Kannst du uns einmal kurz erläutern, wo ihr euch engagiert und einbringt und vor allem auch, was die Festivalbesucherinnen und Besucher erwartet? Ja, sehr gern. Also wir freuen uns auch über die Zusammenarbeit und es war auch in diesem Jahr wieder, dass wir recht früh gemeinsam gesprochen haben und überlegt haben, was kann man gemeinsam tun, weil wir als Game City Hamburg haben ja in erster Linie eigentlich immer die Zielgruppe an Leuten, die schon in der Branche arbeitet oder die eigentlich das klare Ziel verfolgen, in diese Branche reinzukommen, also eigentlich Studierende und Gründer. Da haben wir auch viele Dinge, die wir ihnen anbieten können an Unterstützung. Am Play Festival für uns ist natürlich immer spannend, dass man von verschiedenen Seiten auf das Thema Computerspiele schauen kann. Gleichzeitig haben wir auch als Game City Hamburg viele Veranstaltungen, wo man auch gemerkt hat, in diesem Jahr ist das mit diversen Herausforderungen verbunden. Und so war es auch, dass wir eigentlich ursprünglich mal natürlich überlegt haben, okay, Markthalle wäre doch wieder eine tolle Location und dann lass uns doch mal ein paar Busse organisieren oder Züge und lass mal aus Gesamtdeutschland Leute hier nach Hamburg holen, damit wir irgendwie so ein bisschen die Leute zusammenbringen können für einen Game Jam. Das war dann natürlich ab irgendeinem Zeitpunkt gar nicht mehr möglich, weshalb wir dann die Idee des Online-Game Jams gemeinsam mit euch ins Leben gerufen haben. Und das funktioniert gerade sehr, sehr gut. Also morgen, welchen Tag haben wir heute? Ich muss überlegen. Mittwoch. Mittwoch, übermorgen. Übermorgen startet der, am Freitag startet der Jam und auf dem Discord ist schon gut was los. Ich hatte vorhin nochmal reingeguckt und was sich da eben jetzt schon zeigt, was total irgendwie auch zu dem Thema jetzt super funktioniert. Wir haben schon Leute, die haben Hallo gesagt aus Griechenland, aus Australien, aus Gesamtdeutschland. Das ist gerade irgendwie total super zu sehen und da freuen wir uns sehr drauf. Sehr schön, ja, vielen Dank. Vielleicht können wir da ganz gut anknüpfen. Welche Rolle spielen denn für euch als Game City so Plattformen und Veranstaltungen wie Play Creative Gaming Festival? Also warum engagiert ihr euch dafür, dass es solche Orte, solche Begegnungsorte auch gibt? Wir hatten ja vorhin die Schalte einmal ins Rathaus und wir finden es eben immer total gut, wenn man in der Stadt das Ganze auch erlebbar macht, weil wie gesagt, sehr häufig sprechen wir eben
sehr viel mit den Leuten, die schon im Thema sind, wo es dann irgendwie wirklich noch vielleicht darum geht, Expertenwissen noch besser zugänglich zu machen und wirklich Unterstützung zu leisten, aber eben das auch aufzuzeigen, aus wie vielen verschiedenen Perspektiven man das Ganze sich anschauen kann und dass es auch eine total valide Karriere, Berufsentscheidung sein kann, dass man in dem Bereich geht und dann gleichzeitig aber überhaupt gar nicht schmal einen Berufspfad hat, sondern irgendwie unendlich viele Möglichkeiten. Das finden wir super, dass das Play Festival da so viele Personen anspricht und auch einfach so viel im Angebot hat. Und speziell der Creative Gaming Award, den wir auch mit unterstützen, das finden wir eben toll, wie ihr das kuratiert, das Ganze, und auch eben, dass man schafft, Spiele sichtbar zu machen, die vielleicht kein Geld dafür haben, Plakatwände zu bekleben oder Werbespots zu schalten. Und es gibt so viele tolle Spiele da draußen und der Creative Gaming Award ist da auch eine Möglichkeit, da so ein bisschen mehr die auffindbar zu machen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Wir freuen uns, dass ihr auch dieses Jahr mit so vielen Programmpunkten beteiligt seid. Ich komme aber gerne auch noch mal auf unsere anderen beiden Gäste. Einmal Julia von der Bürgerstiftung Hamburg. Ihr seid ja auch schon mit der Bürgerstiftung langjähriger Begleiter eigentlich unseres Vereins. Habt euch für uns engagiert. Wir machen viele unterrichtsbegleitende Lehrerfortbildungen zusammen, auch zum Thema Creative Gaming. Haben eine gemeinsame Profilklasse. Smart Gaming heißt ja an der Stadtteilschule Wilhelmsburg. Genau, also schön, dass du da bist. Und Dorothea Wenzel von der HAW Hamburg, dort Dekanin am Department, an der Fakultät Design, Medien, Information. Und auch Sie sind ja schon lange dabei, oder die HAW ist lange dabei, vor allem auch mit dem Games Lab, eben dem Games Master auch dabei, worüber wir uns jedes Jahr sehr freuen, unter anderem auch, weil wir natürlich auch die Ausstellung mit viel Technik unter anderem supporten müssen. Und das ist auf jeden Fall in den letzten Jahren immer sehr gut geglückt, auch dank der HAW Hamburg. Sie beide, euch beide möchte ich gerne fragen, dieses Thema bei Play 20, ne? Also Play 20 beschäftigt sich viel mit Grenzen in und Grenzen um Spiele und digitale Spiele. Was kommt Ihnen denn in den Sinn, wenn Sie an dieses Thema denken? Vielleicht fangen wir an bei Julia. Was kommt dir in den Sinn? Ja, also ich, wie die meisten Menschen jetzt, habe in diesem außergewöhnlichen Jahr sehr viel mit dem Thema Grenzen zu tun gehabt und sehr viel darüber nachgedacht und sehr viel darüber erfahren. Und ja, die ganzen Maßnahmen und die Regeln haben dieses Stichwort, finde ich, sehr in den Fokus gerückt. Und dieses Jahr hat es einfach eine zentrale Rolle gespielt, nicht nur aus politischer Perspektive, sondern auch aus persönlicher Perspektive oder aus individueller Perspektive. Und ich habe sehr viel über meine Grenzen dieses Jahr gelernt und lerne immer noch stets dazu, wo sie liegen, wie man sie zieht, darüber, wo die Grenzen meiner Mitmenschen liegen, was auch sehr wertvoll ist zu erfahren, wo man vielleicht was anders eingeschätzt hat. Genau, und wichtig, wie wichtig es ist, manche Grenzen zu akzeptieren, aber wiederum andere zu überwinden oder einzureißen. Und ja, das ist nur ein kleiner Aspekt von diesem Stichwort. Und umso gespannter bin ich, aus welchen anderen Perspektiven dieser Begriff bei dem Play Festival dieses Jahr dann diskutiert wird. Ja, vielen Dank. Frau Wenzel, was kommt Ihnen denn da so in den Sinn bei dem Thema? Ja, das ist bei uns in der Hochschule ist es ja sozusagen Programm, permanent Grenzen zu überwinden oder Grenzen auszudehnen und zu gucken, was kann man noch tun, was begrenzt ein und was muss man dann vielleicht auch mal aus dem Weg räumen. Und mit Corona hat es natürlich noch mal deutlich gesagt, Hochschule hat Backsteingrenzen, die eigentlich gar keiner mehr nutzen will. Es kamen keine Studierenden im Sommersemester. Das mussten wir erst wieder ganz klar durch viele Regeln möglich machen, sodass überhaupt miteinander arbeiten möglich wurde. Das ist jetzt im Wintersemester auch eine schwierige Situation. Alle Kollegen wollen gern die Grenzen, die wir ihnen setzen, verschieben, weil sie sagen, das geht doch nicht, das müssen wir noch mal anders machen. Und deshalb finde ich dieses Thema, das sie sich gesetzt haben, schon beeindruckend, weil es auch noch mal aufzeigt, wie können wir mit unseren inneren und äußeren Grenzen richtig umgehen und wo ist eigentlich der andere? Denn wenn Everything goes gilt, sage ich jetzt mal, so wie das vor Corona war, dann rempelt man sich vielleicht auf der Straße an und dann sagt man Entschuldigung und so weiter. Das geht jetzt alles gar nicht mehr. Wir sind sowieso alle auf Distanz und
Da ist es eher die Frage, wie kommen wir uns wieder nahe? Also wie verschieben wir die Grenzen, um miteinander in Kontakt zu kommen? Und das fände ich spannend zu sehen, wie das vielleicht in der Welt der Spiele jetzt gelöst wird. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Beschreibung. Ich hoffe auch und bin sehr gespannt, wie das Play Festival in der digitalen Variante auch dieses Miteinander schaffen kann. Also meldet euch alle, melden Sie sich alle beim Discord an, damit wir uns austauschen können. Aber mich würde natürlich noch interessieren, auch bei den Institutionen, für die Sie heute da sind, für die ihr heute da seid, warum seid ihr dabei? Also von Dennis haben wir es schon gehört, aber vielleicht, Frau Wenzel, mögen Sie anfangen. Warum ist die HAW Hamburg seit so vielen Jahren dabei und unterstützt Play? Ja, ich glaube, es gibt viele gute Gründe dafür. Der wichtigste ist, dass die Studierenden raus müssen. Sie müssen ihre Projekte zeigen können, sie müssen sie in den Diskurs stellen, sie müssen Feedbacks bekommen, sie müssen sehen, ob sie schon mit ihrer Idee irgendwo landen konnten, in Anführungsstrichen, oder ob das vielleicht gar nicht en vogue ist oder im Trend ist, was dort als Spielidee entwickelt wurde und ob die Charakter überhaupt stimmen und ob es politisch opportun ist. Ich glaube, das sind so ganz viele Facetten, weshalb es für uns immer wieder wichtig ist, für jeden Jahrgang im Prinzip diese Bühne anzubieten. Und deshalb sind wir mit dabei. Natürlich gibt es auch Gründe, dass wir den Kontakt zu den anderen Playern haben möchten, also auch in der Stadt sichtbar werden, wenn es darum geht, was passiert in Schule, was passiert in Institutionen, wie können Bürger aus verschiedenen Blickwinkeln sich dort vernetzen. Ich denke, das ist ganz wichtig und deshalb ist eine Hochschule immer ein offener Ort, muss sich aber auch öffnen und das ist ein guter Ort, um sich zu öffnen. Deshalb sind wir bei der Play. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sind. Ja, wir freuen uns auch dieses Jahr wieder, genau. Julia, und die Bürgerstiftung Hamburg, warum seid ihr denn dabei? Ja, wie du bereits gesagt hast, sind wir seit vielen Jahren gerne Kooperationspartner von dem Play Festival und wir sind in den letzten Jahren ein großer Fan der Arbeit, der Ideen und der Visionen des Creative Gaming Teams geworden. Wir sind jedes Jahr aufs Neue überrascht, wie kreativ und innovativ das Play Festival gestaltet wird und wie viele unterschiedliche Zielgruppen damit erreicht werden und fürs Gaming, für einen sicheren und kritischen Umgang mit Medien gewonnen und begeistert werden. Und auch dieses Jahr ist die Leistung eures Teams enorm. Zum Beispiel schon die Tatsache, dass wir jetzt trotz der aktuellen Situation hier digital zusammenkommen können, ist ein Riesengewinn. Und genau, mit dem Wissen auch, dass ein spannendes und abwechslungsreiches Programm auf uns wartet. Genau, und als Stiftungssicht ist dieses Format für viele junge Menschen, also besonders für Schülerinnen, sehr, sehr wichtig. Das ist unsere Hauptförderzielgruppe und liegt es sehr viel daran, dass sie sich mit einem medienkritischen Umgang auseinandersetzt und sich in diesem Thema bildet. Und das wollen wir fördern. Genau, also Medienpädagogik, ein richtiger Umgang mit Medien ist einfach essentiell für Menschen aller Altersgruppen und genau, für medieninteressierte und etwas medienscheue Personen. Und darum freuen wir uns auch sehr, dieses Jahr euer Kooperationspartner zu sein und das Play Festival zu unterstützen. Dankeschön. Ja, das freut mich zu hören. Eine letzte Frage habe ich noch, und zwar an Sie alle oder an euch alle. Welchen Programmpunkt freut ihr euch am meisten? Wo würdet ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr das möglich machen könnt? Vielleicht fangen wir mit Dennis an. Du bist ja wahrscheinlich auch mal beim Game Jam, aber was noch? Tatsächlich muss ich sagen, im letzten Jahr konnte ich ja Teil der Jury sein für die Awards und das heißt, da hatten wir auch die Möglichkeit, noch damals vor Ort mit den Teams zu sprechen. Das war natürlich super. Das heißt, ich finde das auch jetzt total spannend, welche Entscheidung die Jury getroffen hat. Das heißt, eure Awardshow ist für mich auf jeden Fall auch noch ein Pflichttermin. Und was ich darüber hinaus einrichten kann, werde ich schauen. Aber tatsächlich bin ich auch sehr neugierig, was auf dem Discord passiert. Und das ist ja auch wirklich das Schöne mit diesen kurzen Wegen. Man ist dann auch wieder schnell dort und den Discord habe ich gut im Blick und bin dann auch auf jeden Fall nochmal bei dem ein oder anderen Programmpunkt dabei. Super, das heißt, wir können dich da auf jeden Fall antreffen. Und Frau Wenzel, worauf freuen Sie sich schon? Ja, natürlich auf den Award, um zu sehen,
Was ist sozusagen vorgetragen worden? Wofür hat sich die Jury entschieden? Und gibt es einen Trend, der interessant und neu ist und so weiter? Das fände ich spannend. Ja, danke schön. Und Julia, bei dir? Ja, ich freue mich besonders auf einen digitalen Spaziergang durch die Ausstellung und auf die Eindrücke daraus, wie sich das anfühlt im Vergleich zum letzten Jahr, auf den Award natürlich sehr. Und ich glaube, ich werde dieses Jahr mich sehr fleißig und neugierig durch die vielen Kanäle klicken und immer wieder mal reinschauen, weil einfach diese Flexibilität und die Barrierefreiheit des Festivals dieses Jahr einfach eine ganz besondere ist. Und deswegen werde ich, glaube ich, viel mehr dieses Jahr erleben können als in den Vorjahren. Super, genau. Dieses Jahr sind die Wege, wie Dennis ja schon sagte, ja sehr kurz. Das heißt, man kann tatsächlich noch mehr Programm mitnehmen, als man es sonst vielleicht so gewohnt war. Ja, vielen Dank an Sie alle, an euch dreien für die langjährigen Kooperationen, dass ihr dabei seid, dass ihr auch heute euch die Zeit genommen habt, euch zuzuschalten in unserer Eröffnung. Ich würde jetzt nochmal übergeben sozusagen und bleibt gern noch kurz da. Weil wir freuen uns natürlich, dass das Festival von so vielen Partnern unterstützt wird. Und wir hatten auch zum Beispiel das Fundustheater immer mal wieder zu Gast. Und so ist es jetzt in diesem Jahr, dass wir unser Festival von vielen verschiedenen Orten produzieren. Also ich zum Beispiel sitze gerade zu Hause. Andere aus unserem Team sitzen an ihrem Küchentisch oder am Schreibtisch oder vom Sofa aus arbeiten sie an der Umsetzung. Aber nicht alle, ein paar von uns sind im Fundustheater, haben wir eben schon gesehen. Christian und Matthias warten wahrscheinlich schon auf die Schalte zurück. Und wir haben auch das zu verdanken, Christopher Weimann, der in den letzten Jahren immer mal mit Workshops bei uns zu Gast war beim Festival. Und dieses Jahr hat er die feierliche Ehre, die Aufgabe zu übernehmen, unser Festival zu eröffnen und uns einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu geben. Deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall für das Gespräch und hoffe, dass ich Sie und euch nochmal wiedersehe auf allen anderen Kanälen, wo wir uns antreffen können, auf Discord, und gebe jetzt zurück ins Studio an Christopher weiter. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, Vera Marie. Und ich stehe jetzt hier gerade im Forschungssaal. Ein bisschen wie ein Außenreporter fühle ich mich. Und wir können auch noch nicht zeigen, was hier passiert. Und ich könnte euch vorstellen, allerdings, der Theatersaal ist leer gerade. Das ist ja gerade die große Grenze, die wir alle haben als Theater. Gerade gibt es hier kein Publikum, wir können kein Publikum reinlassen und deswegen freuen wir uns so, jetzt im dritten Jahr Partnerin zu sein und hier vor Ort euch zu haben, dass ihr hier produziert und wir so nach draußen können und so noch Kontakt haben zu den Menschen, die wir jetzt alle gerne hier hätten. Und dank euch spielen wir weiter und in dem Sinne eröffne ich die Play. Zurück im Studio. Wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt, dass wir euch in den Amaze Space einladen, unsere virtuelle Festival-Location. Leider müssen wir gerade, oder wir begegnen gerade, technischen Grenzen. Der Amaze Space ist, wie ihr das vielleicht schon gesehen habt, noch nicht startklar. An der Stelle aber erstmal ein herzliches Dankeschön an das Amaze Festival, dass es uns ermöglicht hat, in diesem Jahr quasi zu Gast zu sein im Amaze Space. Und wir könnt ihr euch vorstellen, im Hintergrund arbeiten gerade viele Menschen unter Hochdruck, den Amaze Space bald zum Laufen zu kriegen. Allerspätestens morgen, denke ich, sollten wir startklar sein und wollen euch dann natürlich ganz herzlich einladen, da reinzukommen. Allerdings werdet ihr trotzdem gleich noch eine exklusive Kuratorenführung bekommen von Matthias durch die Ausstellung. Also die Vernissage wird trotzdem stattfinden, allerdings dann in einer Ausstellung, die nur für dich freigeschaltet ist. Ja, aber bevor wir quasi wechseln in den Amaze Space oder in die Preview dazu, wollen wir natürlich auch zu dem Programmpunkt kommen,
wo mir in diesem Jahr ehrlich gesagt ein bisschen das Herz blutet, denn jetzt wäre eigentlich der Punkt, wo alle Teammitglieder auf die Bühne kommen und sich die Bühne füllt und ja, sichtbar wird, welch sensationelles Team hier dieses Festival auf die Beine stellt. Das wird in diesem Jahr leider nicht möglich sein, aber dennoch wollen wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, das komplette Team vorzulesen. Das Play 20 Team sind Jasmin Asiani, Kemal Ahmed, Florian Billmann, Valentina Birke, Isabel Eckerle, Steffi Glorian, Andreas Hedrich, Benjamin Heinemann, Mike Helfrich, Tobias Herrmann, Jennifer Hicks, Jennifer Jason, Katrin Joswig, Maike Kraus, Christina Kutscher, Matthias Löwe, Thilo Lübke, Jillian Mao, Claudia Meiners, Christina Metzler, Johanna Otte, Tana Patan, Christine Reich, Ivo Riemann, Vera Marie Rodewald, Björn Rover, Daniel Rosberg, Linda Schütt, Christiane Schwinge, Mats Schama, Carina Steffen Schwering, Christina Thoms, Tolke Weinhold, Rahel Winter, Heike Wolf, Tina Ziegler und für die Moderation dieses Jahr dabei Manuel Fritsch, Janina Dressler aka Odnina und natürlich Christian Schiffer. Ja, vielen, vielen Dank an euch. Definitiv. Das ist jetzt für mich der Zeitpunkt, ja. Tschüss zu sagen und an Matthias zu übergeben. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen Partnern, die sich heute die Zeit genommen haben, bei der Eröffnung dabei zu sein und natürlich auch generell dieses Festival ermöglicht haben. Und ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein und freue mich auf ja, schöne Festivaltage mit euch und sage bis später. Okay, so, ja, also wir haben was ganz Besonderes vorbereitet. Eigentlich, wie gesagt, würden wir jetzt alle zusammen rumlaufen, aber wir machen eine Special-Rundführung. Nur für euch laufe ich jetzt mal direkt durch unseren kleinen Preview-Bild durch und zeige euch genau, was wir da für euch geplant haben, denn ich weiß, ihr sitzt alle auf total heißen Kohlen und wollt wissen, wie jetzt das Festival eigentlich aussieht. Ja, folgt mir doch einfach mal in den Computer von mir hier so rein und lasst uns mal ein wenig rumlaufen. Vorher gesagt, es ist der Dev-Build, das heißt, es ruckelt ein klein wenig, aber ihr werdet das hinbekommen. Ja, wo starten wir? Wir starten vor einem großen Gebäude. Wir hatten noch nie so einen großen Ort, also da sind wir richtig dankbar für. Das Play 20 Festival findet hier online statt. Und wir werden direkt begrüßt. Oh, hier direkt im Eingang ist der Thorsten, der hat uns doch mal begleitet. Also das Maze-Team hat natürlich noch einen Zugang und kann uns hier mal begrüßen. Das ist doch fantastisch. Hallo Thorsten. Sehr schön. Okay. Ja, wir kommen hier an und werden begrüßt von einem riesigen Plakat mit Play 20 und man kann hier in mehrere Richtungen laufen, links zur Ausstellung und zu den Award-Nominierten. Da gehen wir später mal hin und zu den Play-Streams. Ansonsten, wenn ihr euch hier ein bisschen umguckt, direkt im Eingangsbereich gibt es auch nochmal groß das Programm, was man sich dann jederzeit nochmal durchlesen kann, um da genau zu sehen, was, wann, wo passiert. Denn wie gesagt, alles, was auf dem Play-Festival dieses Jahr passiert, könnt ihr im Amaze Space erleben. Wer noch nie so ein Spiel oder eine virtuelle Umgebung mal probiert hat, kann hier an der Seite auch noch ein paar Hinweise finden, wie die Steuerung genau funktioniert und auch einen Plan, wo wir welche Sachen versteckt haben. Keep in mind, das Ganze findet statt im Amaze Space und der Amaze Space ist von Natur aus natürlich ein kleines Labyrinth. Das heißt, es gibt an vielen Stellen Dinge zu entdecken und zu erforschen, also testet da die Grenzen aus. Außerdem möchte ich auch nochmal auf den Code of Conduct hinweisen, den ihr überall bei uns lesen könnt, auch hier natürlich. Haltet euch bitte an diese Regeln. So, und dann würde ich sagen, folgen wir mal, und Thorsten schmeißt Konfetti, gehen wir mal in den Hauptraum rein. Und wir alle werden dann übrigens diese fantastischen Avatare hier haben. Und wenn ihr ein Flamingo seht, dann ist das jemand von Amaze oder jemand, der bei Amaze dabei gewesen ist. Hallo. Sehr gut.
So, dann schauen wir mal rein, was sich hier so versteckt in diesem kleinen Gang. Wir haben hier uns gedacht, in diesem Gang zeigen wir ein paar von unseren Play-Freunden, die jetzt demnächst auch noch stattfinden, das MB21, das Medienfestival 2020, dieses Jahr zum Beispiel direkt im Anschluss an die Play. Schaut da auf jeden Fall mal hin. Wir haben die SAE, eine tolle Universität, wenn man sich ein bisschen mit Spielentwicklung auseinandersetzen möchte. Das Next Level Festival haben wir natürlich auch nochmal hier mit drin. Obwohl es leider in seiner bisherigen Form natürlich abgesagt wurde, guckt trotzdem unbedingt auf die Webseite, was es da alles gibt. Ja, das ist der Werbeblock jetzt hier zum Anfang, müsst ihr durch. Hier haben wir noch ein wenig Infos zu Game City Hamburg, die ja für uns auch den Jam mitveranstalten. Auch hier gibt es nochmal viele Informationen, guckt da unbedingt vorbei. Und eins habe ich noch, und zwar der Games-Preis von der Computerspielakademie. Die haben gerade einen Wettbewerb laufen, bei dem man Spiele einreichen und dann relativ gut Preise gewinnen kann, die nicht auf dem Plakat stehen, aber einfach auf der Webseite nochmal drüber informieren, ist für 10- bis 26-Jährige. So, jetzt geht es richtig los. Wir landen in unserem Hauptraum hier drin. Tusten schmeißt mit Melonen. Auch ihr seid morgen eingeladen, hier mit diesen Melonen ein wenig Fußball zu spielen. Was wir hier sehen in diesem Hauptraum ist zum einen das Play Studio. Da wird der Hauptstream laufen, auf dem ihr das ganze Programm verfolgen könnt. Linke Hand geht es nochmal zur Ausstellung zurück. Und hier direkt rechts seht ihr das Machinima-Kino, was ihr euch setzen könnt. Laufe ich da jetzt mal rein? Nein, ich zeige es nur von außen. Also ihr geht in diesem Gang da rein. Und was passiert denn hier? Was war denn da jetzt gerade los? Habe ich da Feuer gehört? Nun, ich muss mich wohl geirrt haben. Im Machinima-Kino selbst, ich schaue jetzt nur von außen rein, wie gesagt, könnt ihr euch hier ein bisschen über die Filmauswahl informieren oder was Machinimas allgemein sind. Und dann eine 2,5-stündige Playlist tatsächlich gemeinsam mit den anderen schauen da viele tolle Filme entdecken. Es sind 18 an der Zahl und einige davon haben sogar richtig kurz Filmlänge. Der längste geht, glaube ich, eine halbe Stunde, ist in GTA 5 gedreht. Ein sehr fantastisches Werk zu Grenzen im weitesten Sinn. Naja, Thorsten guckt schon, sehr gut. wenn wir den Treppen nach oben folgen, geht es zur einen Seite zum Club, da wollen wir enden, und auf der rechten Seite zum Play-Labor und der Play-on-Stage. Da gehen wir mal rein und schauen mal, wie es da aussieht. Ja, jetzt kommen wir in die erste Etage. Und hier oben haben wir zuerst das Play-Labor. Hier könnt ihr beständig verfolgen, was gerade in den ganzen Workshops passiert. Ihr könnt also, auch wenn ihr gerade nicht einen der heiß ersehnten Plätze ergattert habt, in den Workshops einfach zugucken, was da gerade passiert. Oder wenn ihr vielleicht einfach, weiß ich nicht, einen Mac habt und wollt aber beim Elektrotheater-Workshop mitmachen, der leider nur für PC ist oder für iPhones oder PlayStation, aber ihr habt halt keins dieser Geräte und wollt halt zugucken, dann könnt ihr das hier tun. Auch hier an der Stelle nochmal das jeweilige Programm, welcher Workshop zu welcher Zeit gerade läuft. Weiter geht's mit der Play on Stage. Hier findet ihr das komplette Bühnenprogramm, also hier finden alle Talks statt, alle Speakers, die Artist-Talks und Plays meine ich und die Artist-Talks, wo wir verschiedenste Künstler eingeladen haben, auch aus der Ausstellung, die zu den verschiedensten Themen Dinge erzählen, sowie auch die Play-Couch, könnt ihr hier mit verfolgen. Ein klein wenig versteckt, direkt auf der Rückseite findet ihr ein mysteriöses Krienke mit dem Lost in Play, wo wir immer noch nicht wissen, was da so richtig der Plan ist, aber hier auf diesem Fernseher wird wohl irgendwas zu sehen sein. Wenn es dann morgen losgeht. Mal schauen. Oh, passiert da schon was? Ist da etwa ein Fernseher gerade angegangen? Oh, was ist denn das? Aha. Merkwürdig. Okay, das hat bestimmt nichts zu bedeuten.
So, jetzt machen wir was, was wir normalerweise im realen Leben nicht tun. Wir springen von der Brüstung herunter. Oh Gott, ich lande im All. Und laufen direkt weiter zur Ausstellung. Das wird jetzt natürlich der spannende Teil. Was steht eigentlich in der Ausstellung? Und das Erste, was man sieht, wenn man hereinkommt, ist, dass die Ausstellung in zwei Etagen geteilt ist. Wir haben zum einen natürlich nochmal so eine allgemeine Erklärung zu der Ausstellung, die ihr euch gerne in Ruhe durchlesen könnt. Aber heute bin ich ja da, deswegen tue ich das ein wenig. Und zwar findet ihr in der oberen Etage die Kernausstellung. All das, was wir uns überlegt haben, was gut zu Exploring Borders passt. Und in der unteren Etage findet ihr zwei kleine oder zwei weitere Bereiche, nämlich zum einen die Award-Nominierten und die eine Ausstellung, die wir leider canceln mussten, die in einer richtigen Location hier in Hamburg stattgefunden hätte, die Untouchable Games. Das wären Spiele gewesen, die man spielen kann, indem man die Grenze des Controllers auflöst und spielt, indem man sie nicht anfasst. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Schauen wir uns mal an, was hier bei den Award-Nominierten drin zu finden ist. Wir haben auf der einen Seite die Spiele des Most Creative Games. Da haben wir The Almost Gone, Still Stand und Song of Bloom. Ah, ich kann ja auch zoomen, das ist vielleicht ein bisschen leichter für die Augen. Und diese Spiele könnt ihr hier sehen. Und auf der anderen Seite haben wir die Auswahl der Most Innovative Newcomer Games, die ihr hier auch angucken könnt. Da haben wir Jessica, wir haben Marble Run und wir haben, das hätte ich üben sollen, Archipelago. Ich hoffe, das war richtig. Und wenn wir jetzt noch ein kleines wenig weitergehen, kommen wir zu der Untouchable Exhibition mit Crowd, Flipper, Volcano und Overpass. So, das vielleicht nur zu diesen. Wie jedes einzelne dieser Objekte funktioniert, ist, dass ihr tatsächlich näher an den Screen heranlaufen könnt. Und wenn ihr nah genug dran steht, dann startet sich der Trailer des Spiels. Ihr könnt also tatsächlich einfach mal reinschauen, was das für ein Spiel ist, was es damit auf sich hat. Und könnt dann im Anschluss oder auch vorher, wie ihr Lust habt, diesen Knopf hier darunter drücken. Info and Vote steht da. Wenn ihr das tut, öffnet sich ein kleiner Infotext zu dem Spiel, zu den Entwicklenden. Und ihr könnt da auch die Stimme abgeben und darüber lässt sich dann später auch das Spiel direkt starten. Und ihr könnt von so ziemlich allen Spielen, die ihr in der Ausstellung seht, tatsächlich die Demo-Version spielen und direkt innerhalb dieses Raumes hier ausprobieren. Okay, so, gehen wir mal zur Hauptausstellung und was wir uns dazu gedacht haben. Und zwar werden wir begrüßt am Eingang von Brave Mouse Cartographer, Triology. Das ist ein Spiel, ich müsst euch jetzt den Trailer wegdenken an dieser Stelle. Das ist ein Spiel, bei dem es um das Grenzen erforschen in seiner Reihenform geht. Das Spiel müsst ihr noch nicht mal installieren. Vielleicht können wir den Ton hier ein klein wenig leiser machen in der Regie. Das Spiel müsst ihr noch nicht mehr installieren, weil es läuft tatsächlich so, indem ihr das einfach seht. Man sieht eine Maus auf einem Adler von oben, die durch die Welt fliegt und die Grenzen dieser Welt zu erforschen liegt letztlich bei euch. Jeder kann mit einem Stift Papier und oder mit einem Stift Papier, mit einem Papier und einem Stift da sitzen und die Grenzen selbstständig aufzeichnen, die Karte vervollständigen und hoffen, dass ihr letztlich alles findet. Das Spiel läuft sehr lang und ihr könnt es auch mit anderen in diesem Space hier einfach abgleichen, dass ihr die komplette Welt findet. Ansonsten, in grob ist die Ausstellung folgendermaßen eingeteilt. Wir dachten uns, wir gehen von Grenzen gedacht von Spielgrenzen aus. Was machen Spiele eigentlich direkt mit Grenzen? Wo endet ein Spiel? Wo fängt es an? Und gehen dann weiter in die reale Welt. Welche Grenzen haben wir da? Und kommen dann immer näher unseren persönlichen Grenzen. Welche Grenzen haben wir in der Gesellschaft? Welche Grenzen stecken vielleicht direkt in uns? Und da gibt es nochmal verschiedenste Unterthemenkomplexe und die sind jeweils in dieser Ausstellung abgebildet, indem sie in diesen Säulen stehen, die jeweils nochmal betitelt sind und nochmal einen kleinen Erklärungstext dazu haben.
Ja, das Erste, was wir da vielleicht haben, so natürliche Grenzen, sind es Grenzen, die für uns total alltäglich sind, für uns als Menschen, sind natürlich unter Wasser, da ist noch nichts erforscht. Wir haben die Erde selber und wir haben den Weltraum. Große Grenzen, die es zu erforschen gilt, und die Spielauswahl hier beschäftigt sich sowohl mit den natürlichen Grenzen an sich, aber auch den Grenzen, die das Spiel dann dabei halt nochmal aufmacht. Unter Wasser haben wir natürlich ein Problem, was Atmung angeht zum Beispiel. Also unsere, wie nennen wir das, Sauerstoffgrenze, die körperliche Grenze, die wir haben. In Trenches of Love befinden wir uns auf einem Schlachtfeld in irgendeinem Krieg und sind da in diesen Trenches, die eine Armee von der anderen trennt. Und so schrecklich Krieg ist an der Stelle, wir können ihn in diesem Spiel ein klein wenig aufhalten, indem wir die Soldaten umarmen und Liebe statt Krieg verteilen. Und so hoffentlich, bevor der Krieg zu Ende ist, es schaffen mehr Leute mit Liebe als mit Krieg zu überhäufen. Und in 2001 befinden wir uns auf einer Raumstation und wollen da einen Mordfall auflösen. Gucken, was könnte da sein, und da müsst ihr ein bisschen euren detektivischen Spürsinn walten lassen, um ja, die Grenze zu überschreiten, zu entscheiden, wer da einen Mord gemacht hat oder nicht, einen Mord verübt hat. Vielleicht liegt die Grenze ja nicht zwischen der Gesellschaft der Menschen, sondern vielleicht verläuft da die Grenze zwischen den Menschen dieser Raumstation oder der KI, die diese verwaltet. Ja, des Weiteren zu spielen ist natürlich immer spannend zu sehen, wie Spiele mit Grenzen an sich umgehen. Ein Themenblock deswegen hier an der Stelle nennt sich Breaking Walls. Wo werden diese Grenzen eventuell aufgelöst? Da haben wir Karoshi, ein schon etwas älteres Spiel, bei dem das eigentliche Spielziel in einem Jump'n'Run, nämlich zu überleben und immer voranzukommen, aufgelöst wird, indem man sich hier umbringen muss. Das ist natürlich nicht ganz so leicht. Und erfordert einiges um die Ecke denken, aber mehr soll dazu nicht verraten werden. In Window Frame findet ein ganzes Spiel innerhalb eines Fensters auf eurem Desktop statt, und dieses Fenster könnt ihr aber vergrößern und verkleinern und beeinflusst damit auch das Level, wie die Figur sich dann dadurch bewegen kann. Und was haben wir hier? Der Is No Game. Ach so, ja gut. Ja, also hier ist ein Spiel ausgestellt, was gar kein Spiel ist. Dann ja, können wir hier vermutlich kein Spiel zeigen. Schade. Aber vielleicht bekommt ihr ja raus, was da los ist. Vielleicht ist er da doch ein Spiel. Man weiß es nicht. Ja, und wenn Spiele Grenzen nicht benutzen, um sie zu brechen, können Grenzen auch nochmal anders benutzt werden. Und zwar ist wichtig, dass wir unterschiedlichste Perspektiven auf Grenzen haben. Wir haben es heute schon mal gehört, die werden häufigerweise auch negativ empfunden, aber das geht natürlich auch sehr positiv. Eine oder mehrere Grenzen, die diese Spiele hier aufzeigen, sind zum Beispiel in Patrick's Parabox die Grenze unserer Raumwahrnehmung an sich. Hier befinden wir uns in Boxen, in Boxen, in Boxen und in Boxen und müssen irgendwie mit diesen merkwürdigen Systemen umgehend lernen. In Webbed sind wir eine Spinne, die Spinnenfäden schießen kann, und mit diesen klebrigen Fäden, die überall hingeschossen werden, bauen wir vielleicht Grenzen für andere, können aber uns so durch das Level überhaupt erst fortbewegen. Und in 2D and Top D wird auch nochmal mit Perspektive gespielt. Hier steuern wir zwei Figuren gleichzeitig, und zwar eine, die sich nur in einer zweidimensionalen Welt und eine, die sich in einer dreidimensionalen Welt befinden. Allerdings sind die auf dem Bildschirm gleichzeitig zu sehen, und wir müssen die Perspektive hin und her ändern, um für die diese Grenze aufzuheben, um die irgendwie kommunizieren zu lassen. Gut, dann langsame Überleitung von den Grenzen in Spielen hin zu den Grenzen, die wir in der Welt und in der Gesellschaft sehen. Denn manchmal ist es so, dass wir auch Grenzen auflösen müssen. Grenzen, die vielleicht in uns selbst stecken, wie zum Beispiel Frust. Ich würde auch sagen, Frust ist hier ein großes Thema. Hier haben wir einmal I Wanna Be The Guy, ein, wie ich sagen würde,
das frustrierendste Spiel, was ich so kenne. Es ist auch ein Jump'n'Run und es ist aber wahnsinnig schwer und das Spiel auch wahnsinnig unfair, aber gleichzeitig genau deswegen auch sehr lustig. Ich bin sehr gespannt, wenn ich jemanden im Festivalpublikum entdecken werde, der das tatsächlich schafft, da, weiß nicht, über den ersten Screen hinauszukommen, sagen wir mal so. Und dann haben wir noch Say No More. Hier geht es darum, dass man nicht immer Ja sagen soll, sondern man muss auch lernen, Nein zu sagen. Und das kann sehr schwierig sein. Und in diesem Spiel geht es genau darum, genau das zu lernen und zu allem Nein zu sagen, so energisch wie möglich, um ja, sich selbst einen Freiraum zu erarbeiten. So, was haben wir noch? Die sozialen Grenzen. Die sind natürlich in viele unterschiedliche Richtungen zu denken. Die zwei Spiele, die hier abgebildet sind, Knife Sisters und Monster Camp, sind beides Spiele, die sich im weitesten Sinne mit Gender, Sexualität auseinandersetzen. Und ja, also voller Liebe letztlich sind und sich über Konventionen unserer Gesellschaft vielleicht hinaussetzen. Was sie vielleicht nicht mehr tun sollten, aber es ist immer noch der Fall, deswegen schaut euch das an und entscheidet für euch selber, ob hier Grenzen für euch überschritten werden oder nicht. So, und dann kommen wir in die Galerie. Das ist ein langer Gang, der sich hier fortstreckt und es beginnt mit Spielen, die ihre Grenzen in der Welt ziehen, über Social Media, eine Welt, die nur über ein Handy erlebt wird oder auch nicht. Eine Welt, die nur über Fotos erlebt wird. Eine Welt, die von der Natur eingeholt wird, wo der Meeresspiegel steigt. Und eine Welt, die einfach nur ziemlich unendlich ist und leer ist und in gewisser Weise vielleicht so eine Kopie sein könnte von einem anderen Spiel. Ist das auch schon eine Grenze? Aber wir schauen mal. Was haben wir noch? Wir haben eine Grenze tatsächlich hier eingerichtet, die auch benutzt werden kann. Also wer möchte, kann sich hier in diese Grenze reinstellen und Grenzposten spielen. Passend dazu haben wir Spiele, die sich mit politischen Grenzen auseinandersetzen. Nämlich einmal 1378 Kilometer. Hier geht es um den DDR-Grenzstreifen, ein Multiplayer-Spiel, sehr spannend. Wir haben gleich zwei Spiele von den Entwicklern von Farview Giants, The Night Fisherman und auf der anderen Seite die Imagined Leviathan. Da geht es um im weitesten Sinne um die Grenze von England oder Grenzen allgemein, Post-Brexit, und haben dazu sehr viele tolle kleine Erfahrungen gebaut, die, soweit ich weiß, monatlich erscheinen. Zwei davon, wie gesagt, hier mal zum Ausprobieren, sehr tolle politische Kommentare. Und ja, die letzte Grenze, die hier abgebildet ist, nennt sich einfach nur Mindbending. Das ist die Grenze, die in uns selbst steckt. Wo hört das auf, was wir als Spiele verstehen? Wo hört das auf, was wir für menschlich machbar halten? Da haben wir einmal eine Art Simulation des Reaktornotfalls, der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl damals, wo ein paar Menschen da noch rein sind, um das Schlimmste zu verhindern. Das ist hier nachgestellt. Wir haben Golden Light, wo man sich tatsächlich in die Hölle begibt. Wow, was passiert da? Und wo auch alle Spielregeln anders sind, als man sie normalerweise erwartet. Man kann seine eigenen Waffen essen und manchmal, wenn man sich selbst schlägt, heilt man sich. Es ist weird. Und wir haben zwei Werke von Ian McLarty. Zum einen If You Were Allowed to Visit, ein Spiel, was sich rein in Text abspielt, aber in 3D ist und mit Gedichten funktioniert. Und The Catacombs of Solaris, dass sich jeder Beschreibung ein wenig entzieht. Ich habe zumindest Probleme, es zu beschreiben. Unbedingt probieren. Und als allerletztes nähern wir uns einem japanischen Turi, einer Simulation von Matt Newell, der 1000 Schreine in Kyoto, wo man die Schreine durchlaufen kann, um so der
Geisterwelt näher zu kommen, also über das hinauszugehen, was wir uns vorstellen können. Mal sehen, was dahinter ist. Ich habe gehört, da haben sich auch ein paar kleine Easter Eggs versteckt. Mal sehen, ob man die finden kann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was unser Play-Publikum hier in all diesen Spielen mitnimmt, wie sie da, wie ihr da durchlaufen werdet. Macht gern Screenshots, nehmt Sachen auf, postet in unser Guestbook, wie ihr Dinge so findet. Es gibt auch einen Channel für die Ausstellung selbst, in dem wir ab und zu mal da sein werden und Fragen beantworten können. Und die Ausstellenden selbst, die KünstlerInnen, die hier all diese Spiele gemacht haben, ungefähr 20 von den 35 ausgestellten Spielen, von denen sind tatsächlich auch die MacherInnen da und werden dann neben ihren Werken eventuell ersichtlich sein. Und ihr könnt denen da auch natürlich hier oder auf dem Discord Fragen stellen. So, kommen wir zum allerletzten Raum und dann sind wir auch schon durch mit dieser kleinen Führung, diesen Sneak Peek, bevor ihr ihn dann selbst in flüssig und gemeinsam durchlaufen könnt. Und zwar gehen wir noch einmal, werfen wir einen Blick in den Club und sagen Tust nochmal Ciao für heute. Obwohl, ich könnte hier noch das dahinter nochmal erwähnen. Da bin ich auch sehr gespannt, was da stehen wird. Es gibt nämlich noch einen Gartenbereich, in den man hinein kann. In diesem Bereich sind nochmal ein paar Sachen von Amaze selbst untergebracht, inklusive dem Amaze Memorial von der Amaze Not Dead Kampagne, wo ganz viele Leute dafür gespendet hatten, dass dieser Space auch mit überhaupt existiert. Ja. Also Thorsten, danke nochmal für die Möglichkeit, hier überhaupt Gast sein zu dürfen in dieser fantastischen Location. Dann gehen wir mal weiter in diesen Club. Vielleicht folgt uns Thorsten auch noch. Und an dieser Stelle würde ich dann auch sagen, trennen sich langsam unsere Wege. Wenn wir den Club gefunden haben, da ist er. Hier wird dann unsere Abschlussparty stattfinden. Vielleicht auch mal jeden Abend noch eine kleinere Party. Bisher, ich glaube, fehlt halt echt noch die Partymaschine. Die Partymaschine wäre schon gut zu haben jetzt an dieser Stelle. Aber, und ihr fehlt. Aber wir sehen uns morgen, wenn wir alle dann hier gemeinsam drin landen, herumlaufen und ja, Spaß haben. Es geht um 9 Uhr los mit dem Breakfast Club hier an dieser Stelle. Auf meinem Platz werdet ihr dann Ott Nina begrüßen können, die euch durch das Programm führt. Von daher an dieser Stelle sage ich Tschüss und bis morgen.